Brother Bone Software presents a game by Jordan Mechner. Prince of Persia. Copyright 1999999999. Von Jordan Mechner. At the Sultan's absence, the Grand Vizier Jafar rules with the Iron Fist of Tyranny. Only one obstacle remains between Jafar and his throne, the Sultan's beautiful young daughter. La 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 la. Oh, das sind aber schöne Kisten. La 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 la. Oh, und mein blinkendes Fenster ist auch wieder sehr hübsch. La 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 la. Ich hoffe, die Decke fängt kein Feuer. La 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 la. Ein alter Mann. Ich bin ein alter Mann. Sieh nur, wie alt ich bin. Ich hab dir eine Uhr gekauft. Das ist aber nett von dir. So, ich geh da mal wieder. Tschüss. Tschüssi. Marry Jafar, or die within the hour. All the princess hopes now rest on the brave youth she loves. Little does she know that he's already a prisoner in Jafar's dungeons. Prince of Persia! Programmed by Lance, Rudy, Lella, Bronstein und ganz viele Leute mehr. Wir drücken jetzt eine Taste, denn sonst bekommen wir eine Demo. Ich heiße euch willkommen zu Prince of Persia, gespielt von mit und zu TrueMG. Und ich freue mich ganz besonders, denn diese Projektreihe wollte ich schon vor langer Zeit anfangen. Und nun besitze ich endlich die Möglichkeit dazu, die Reihe Prince of Persia. Ach, ein Typ mit einem Handtuch um den Kopf. Ja, dann rennen wir eben wieder weg. Ja, Prince of Persia jetzt nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Gronkh.de. Da freue ich mich ganz besonders. Und was soll ich großartig zu dem Spiel sagen? Ach, eine ganze Menge. Ich habe ein Secret entdeckt. Ich habe schon die... Au. Das schmerzt. Ich habe schon die ersten drei Level angespielt. Und... Oh. Ich habe einen Trank gefunden. Den Ort kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also, worum geht es hier? Wir sind gefangen. Ganz offensichtlich. Wo zur Hölle bin ich hier? In einem Kerker, ja, natürlich. Den Geheimgang kannte ich noch nicht. Oh, hey. Nein, 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 dann gehen wir wieder zurück. Das war knapp. Ja, wir können uns auch verletzen. Wir müssen hier sehr vorsichtig sein. Um Gottes Willen. Wir sind natürlich der Prinz. Der Prinz von Persien. Oder nur irgendein herumstreifender Tunichtgut, der vielleicht in nächster Balde der Prinz von Persien wird. Und das Spiel ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Man muss vorsichtig sein. Aha. Spring, mein Prinz! Oh Gott, ich will ihn. Und es ist uns ein Zeitlimit auferlegt. Und zwar die... 60 Sekunden. Nein, Quatsch, 60 Sekunden, das war ja der Wahnsinn. Hier unten gab es nichts, erinnere ich mich richtig, ja, ja, ja. Du sollst das nicht trinken! Trink doch nicht alles! Ach. Wir müssen innerhalb von 60 Minuten aus diesem Kerker heraus. Ich habe es im Anspiel nur in bis zu Level 3 geschafft. Das ist wenig. Ja, hier rüberspringen, denn dort gibt es eine Plattform, die das Gitter hier wieder schließt. Also ich bin sehr gespannt, was als nächstes auf uns zukommt. Aha, mehr Secrets. Komm, komm, gib mir das Secret. Ist gar nicht so einfach, das Spiel. Ist von 1990, ja? Von Brotterbund, vom Jordan Mechner. Und es klingt nicht zufällig so wie Bruderschaft, Bruderbund. Nein, das Spiel hat er eigentlich, ach, das ist mir zu gefährlich, hat er eigentlich mit seinem Bruder entwickelt, dem lieben, seinen Namen kenne ich nicht, aber ich wette, er ist sehr lieb. Ja, wir springen da jetzt rüber, es hat einen Grund. Hui, springen!
Das Spiel war für seine Zeit auf jeden Fall eine Neuheit. Ein Skelett hier. Wo geht's denn hier runter? Muss wirklich vorsichtig sein. Ich erinnere mich, hier gab's nichts. Also es war auf jeden Fall eine Neuheit. Die Animationen wirken sehr menschlich. Es war auch das erste Spiel, oder zumindest eines der ersten Spiele, das die sogenannte Rotoskopie benutzt hat. Also Bewegungen abpausen. Sonst müssen wir zurück. Um flüssige Animationen, richtig menschlich wirkende Animationen hinzubekommen. Es sieht wirklich toll aus. Ich freue mich sehr, dass ich es spielen kann. Hey! Achtet nur darauf, wer dann stoppt, wer umdreht und wer gleich in das Loch fallen wird. Glücklicherweise nicht. Der Jungspund rennt gerne mal weiter, als er eigentlich sollte. Aber wir müssen uns hier beeilen. Wie viel Zeit haben wir noch? 56 Minuten für... Ich weiß nicht, wie viele Level. Mach schneller, mein Prinz. Mach schneller. So, komm. Komm. Mich erwischst du nicht. Ich bin ein Prinz. Aha, Sieg. Gut, dass ich das Spiel angespielt habe. Ich wäre so oft gefailt. Oh nein, wir kommen hier durch die Tür. Die Steuerung musste ich mir ganz alleine beibringen. Ja, ich bin ein ganz großer. Und zwar mit der Taste nach oben können wir springen und mit der Shift-Taste können wir uns festhalten, aber auch zuschlagen. Und im Kampf mit der Taste nach oben können wir abwehren. Und wenn wir dann... Ach, das zeige ich euch nachher. Auf jeden Fall haben wir das erste Level geschafft. Gute Frage ist jetzt natürlich, wie viel Zeit wir noch haben, natürlich. Oh, das ist aber schon ganz schön spät. Sie wartet auf uns, auf ihren Erretter, dass wir Jafar erledigen. So, das erste Level war das Einführungslevel, das zweite Level ist das, ich möchte sagen, Kampflevel. Und da kann ich euch gleich erklären, was ich erklären wollte, nämlich... Mit der Taste nach oben, klar, fährt man ab. Und wenn man dann noch im Moment des Treffens Shift drückt, dann schlägt er gleich nochmal zu. Oh, wow, wow. Au. Ah. Und wir haben obsiegt. Herrlich. Ist nicht so einfach. So, dann holen wir uns diesen komischen Trank, den irgendwer hier vergessen hat oder verloren hat. Mit Spinnengeschmack. Hier sind Stacheln, die töten uns, es sei denn, wir schleichen hindurch. Tipp, 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 tipp. Hier oben ist noch ein Geheimgang. Hüpp. Aber da gibt es nichts. Könnt ihr vergessen. Ja, Tod ist mutig. Okay. Seht ihr, da ist nix. Wirklich? Stirb, elendes Schwein! Au! Ah, ich bin tot! Und wenn wir sterben, fangen wir am Levelanfang an. Und die Zeit wird nicht zurückgesetzt. Oh nein, Sir! Du kannst mich nicht aufhalten! Au! Außer so! Außer wenn du mich umbringst! Dort unten gab es einen Heiltrank, noch einen, aber den brauchen wir jetzt nicht. Mehr Spinnennektar. Babyspinnennektar. Ich hoffe, wir müssten die meisten Passagen nicht zigmal sehen. Wäre ja langweilig. Oh Gott. Zum Glück bin ich so eine Sportskanone. Au! Der erste Schlag ist eigentlich der einfachste. Au! Au! Das gibt es doch nicht. Aus dem Weg! Ah, meine Kleidung ist mit dem weißen Riesen gewaschen. Das macht mich mächtig. Stirb, du Sau! Au!